offer you something, the most important things to translate for you in English also helpful. Yes, then I will do that. What do you want? After you come on, we make a 1 hour. 1 hour is so intensity to have this direct link to the inner city. And this can be said on the Spree. That's the main one in the city. Yes, the name is the Spree. So, rechts hier drüben sehen wir die riesen Baustelle, und das hier eigentlich der Schlossplatz. Hier vorne stand ja bis vor ein paar Jahren noch der Palast der Republik. Sie sehen, der ist weg, man hat ihn abgerissen, weil das Stadtschloss wieder aufgebaut werden soll. Ja, das heißt, die Fassade, die barocke Fassade des Schlosses, wird wieder aufgebaut. Innen kommen wir gerne mal rein. Das ist das Ziel, auf den Hügel. Das ist ein Riesenprojekt, was man sich hier vorgenommen hat. On the right, the free space is the territory of the former City Palace. Ist die Difference auf der Upper End an der Spree. Es ist 1,16 Meter hier in Berlin und in das Loch, it is evened out. One inch. And behind the bridge, I will explain you the church. Yes, on the left, this church is the Berlin Cathedral, a German Berliner Dom. It's about 100 years old and the former royal court and tomb church of the Hohenzollern. Hohenzollern, that's the name of the family of the Prussian kings and emperors. Yes, it is a Protestant church. Services and classical concerts take place there. And it is an interesting church, really interesting. You can visit the crypt or the cellar downstairs with more than 90 sarcophagi. And you can go upstairs up to the cupola and walk around and from top. The northern part of the whole Spree Island. There are the five main museums located, five world-class museums. That's the old and the new museum, just behind us. The old National Gallery as well, that's it. The gray building is the Pergamon Museum, and just over there behind the bridge, that's the Bode Museum. Of the museum island, all these belong to the Humboldt University, like there, to the Catholic Church. This light colored building has a cross on top, that's the seat of the Catholic military bishop or chaplain. The Protestant military bishop has a seat in the city west, close to the train station, so logischer Garten nowadays. So, wir unterqueren jetzt gleich die Weidendammer Brücke mit der Friedrichstraße, die darüber verläuft. That's the Weidendamm Bridge, across leads the popular Friedrichstraße. So, liebe Gäste, jetzt heißt es ausdrücklich, Achtung, das ist nämlich die niedrigste Brücke auf der Strecke. Bitte wieder schön Platz behalten, dass nichts passiert. Attention, ihr Gäste on the upper deck, that's the lowest bridge on this tour. Please remain seated again. Bars, Kneipen, Restaurants, gibt es hier drüben eine ganze Menge. Ja, hier ist man immer richtig, wenn man essen gehen will oder auch nur was trinken will, ein Glas Bier, ein Glas Wein, was auch immer. Viele Leute gehen ja auch in die ständige Vertretung hier auf der Ecke. Das ist schon eine Institution hier in Berlin. Das ist die größte Kölsch-Kneipe der Stadt. Ja? Und hier kommen wir mit der U-Bahn, mit der S-Bahn, über den Baden-Friedrichstraße. Links ist der Wagen. Jetzt nähern wir uns dem Parlamentsviertel, sehen den Reichstag da schon geradezu, da kommen wir gleich auch direkt dran vorbei. And now we are coming closer to the parliamentarian quarter, you can notice the Reichstag or the Deutscher Bundestag straight ahead in the background. Links das alles, der gesamte Gebäudekomplex, den wir jetzt hier vorne sehen, ja, der da beginnt mit dem modernen Gebäudeteil.
und sich fast bis zu dem gelben Backsteinbau hinzieht. Das ist hier jetzt alles schon das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, um einfach nur Bundespresseamt genannt. Ja, da drüben wird die gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung erledigt. Ne, Steffen Seibert, der Name, der sagt den deutschen Gästen was, ne, Frau Merkels Regierungssprecher, hat das gesamte Bundespresseamt hier unter sich. Der ist der Chef von dem Ganzen. The whole building complex on the left, that's the seat of the Department for Press and Information of the Federal Government. They're responsible for the public relations. Ja, nochmal auf der linken Seite, das rötliche Modernium. Dahinter, das ist das Sendestudio für die Sendung Bericht aus Berlin. Na, sonntagsabends 18.30 Uhr macht Ulrich Steppendorf, der das gesamte Hauptstadtstudio ja hier auch unter sich hat. Der macht meist die Sendung hier oben drin. This modern British building on the left, that's the capital studio of the ARD. It is Germany's first TV station. In Germany we have two public TV. From the river, it is situated in the street unter den Linden, close to the Brandenburg Gate. And everybody has to pay a fee or to pay a charge for the public TV stations, because these are independent, less advertisement. Der Spreebogen, an dem die großen Bundesneubauten entstanden sind. And now you can see on both sides, left and right, new big buildings of the German Parliament. The biggest one is to be seen on the left, the Jacob Kaiser House, accommodates offices for the members of the Parliament. About 3000 offices are just in this house located. Ja, links, das ist der größte Bundesneubau, das Jakob Kaiser Haus. Allein in dem Haus sind um die 3000 Büros entstanden. Das zieht sich noch ganz weit nach hinten hin, noch über die nächste Straße hinüber. Rechts sehen wir das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus hier drüben. Das ist auch noch nicht komplett fertiggestellt. Sehen Sie, da wird noch gebaut, das wird noch verlängert. Ne? Hier ist schon lange die Parlamentsbibliothek drin und auch die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages. Die arbeiten hier drin. On the right, it's the new Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, the Parliamentarian Library and the Scientific Services for the Parliament. I'm working there on the right. So, das ist ja der Reichstag. Das Bauwerk ist gute 100 Jahre alt, 130 Jahre alt, um genau zu sein. Ja, gehört zu den bedeutendsten Bauwerken. Ja, des Deutschen Bundestages. On the left, that's this topical Reichstag building. It is one of the most famous buildings in the city and the whole country. The top can be visited by the public. But if you want to go inside, you have to order in advance, about three days before. Ja, links haben wir wieder ein Bundesneubau, das Paul-Löbe-Haus bei Herbeck. Die Räume der Bundestagsausschüsse, den großen Europasaal und auch wieder eine Menge Büros der Abgeordneten. Da drüben sind mehr als 1500 Büros entstanden. Ja, der Bundestag hat schon eine Menge zu verwalten, nicht wahr, wenn man das so sieht? Und wir sehen auf der Tour nur das, was am Ufer der Spree steht. Das ist längst noch nicht alles, was dazu gehört. Ja, das sind alles unsere Children of the government officials, not for the public children. The nickname was Pampers or Wipers Palace. It has a lucky roof, it looks like a lady, like a mom. Entsteht ein weiterer Bundesneubau hier drüben. Das ist das zukünftige Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die brauchen auch einen Haufen Platz. Das ist genauso lang wie breit, wenn man mit der Stadtbahn, mit der S-Bahn hier hinten lang fährt, sieht man, wie groß das ist. Ja. Hier soll die Frau Professor Dr. Johanna Bantach Einzug halten. Eigentlich sollte Frau Schaban ja hier reiten. Ne? Daraus ist nichts geworden. Aber naja, das Haus ist ja auch noch nicht komplett fertiggestellt. Wollen wir mal sehen, was bis dahin ist, ne? Wenn die Eröffnung ist, wer da einzieht. On the right, this building will be the Federal Ministry for Education. Hier verläuft der Verkehr auf 5 Ebenen, das geht da runter nach unten, in bis zu 16 Metern Tiefe. Also was den Hauptbahnhof betrifft, das haben Sie bestimmt auch mitbekommen, ging ja auch durch die Medien. Hier war auch von Anfang an alles spektakulär. Ne? Das fing schon mit der Baustelle an, ging mit der Eröffnungsfeier weiter. Pleiten und Pannen gab es dazu genüge, in der Vergangenheit nicht wenig. Vor einer Weile ist bekannt geworden, dass der Bahnhof saniert werden muss, weil hier gibt es Probleme mit den Gleisbetten der Ost-West-Achse. Ja, links im Hintergrund, da steht da so ein graues Gebäude, da drüben, ne, das hat eine Flagge oben drauf, da ist es zu sehen. Die Schweizer Botschaft ist das da hinten. Ne? Ja.
Architektur, Stahl, Glas, Sichtbeton, so wie heutzutage ja doch oft gebaut wird. Ne? Links das Bauwerk, hier drüben ist 12 Jahre alt inzwischen. Seit 2005 ist es Frau Merkels Bleibe. Ja, auch Angies Waschmaschine genannt. Das ist das Bundeskanzleramt. Sie sehen, der eine Teil des Hauses, der ragt doch so hoch. Der steht praktisch in der Mitte, das ist auch der Haupttrakt. Der beherbergt Frau Merkels Hauptbüro, auch oben in der 7. Etage ist das. Kongresshalle ist an sich, ist sie auch schon über 50 Jahre alt. Seit mehr als 20 Jahren wird das Haus als Haus der Kulturen der Welt genutzt. On the left is a so-called pregnant oyster because of the roof construction. Yes, actually it's Siegessäule. Und das gesamte Areal, was wir jetzt links hier drüben sehen, hinter der schwangeren Oster, aber auch noch hinter der Siegessäule, das ist jetzt alles schon das grüne Herz oder die grüne Lunge der Stadt. Genau, das ist der Tiergarten. Thank you.
So, jetzt sehen wir rechts hier vorne den Reichstag nochmal, ne? Und zwischen dem Reichstag und dem nächsten Gebäude, genau hier zwischen dem Land und die Berliner Mauer, hier hinter uns ja auch die Stadt, ne? Das ist seit über 20 Jahren inzwischen auch schon wieder Geschichte, ja. Aber ziemlich oft wird danach gefragt, ob heute noch, wo der Ostteil und der Westteil der Stadt ist. Ja, vereinfacht hier sagt, ab hier, also ab hier kann man sagen, haben wir wieder den Ostteil der Stadt erreicht. Alles, was in die Richtung geht, in die wir jetzt wieder fahren, ist das alte Ost-Berlin. Und was wir gerade zuvor gesehen haben, in demzufolge genau am Reichstag in die andere Richtung. Reichstag, Hauptbahnhof, Kanzleramt, Tiergarten, Siegessäule und darüber hinaus jetzt nach Moabit, nach Charlottenburg, nach Spandau. Das ist der Westteil der Stadt, das alte West-Berlin. This was the old building we have the right stuff we reached on both sides, left and right. You can see from here, the east part of the city is this region, and this direction we see now again is the old East Berlin, and the region between Züge in dieser Richtung, Richtung Westen fahren dürfen. On the right, that's the train station Friedrichstraße again. In East German times, it was the only station from which trains left from east to west in this direction. Hier nochmal an den ehemaligen Kasernen vorbei auf der rechten Seite, ne, die habe ich vorhin schon erwähnt, auf der Hinfahrt. Links sehen wir die alten Gebäude, hier drüben aber auch noch hinter der Brücke, das sind alles alte Charité-Gebäude. Ja, die Charité ist ja auch ein ganz altes, traditionsreiches Krankenhaus. Sie hat ja auch mehrere Standorte in Berlin. Der Hauptstandort ist da hinten in der Nähe vom Hauptbahnhof. Da wurde die Charité gegründet, damals 1710 gegründet, eigentlich noch als Pesthaus vor den Toren der Stadt. Ja, und seit über 200 Jahren ist das auch ein großes Universitätsklinikum, ja, der Humboldt-Universität. These old buildings behind the left bank, there and behind the bridge also, belong to the famous hospital Charité. Yes, it is an old traditional hospital with several positions in the city. The main position is located close to the Humboldt University nowadays. Haben wir noch mal einen schönen Blick von hier zum Boden. Dancing, Tango, Salsa, Cha-Cha, Swing, as well organized by a dancing school. Ja, jetzt kommen wir auch noch mal an den Museen der Museumsinsel vorbei. Ja, das Bode-Museum ist gute 100 Jahre alt, zeigt generell die byzantinische Kunst, Gemälde, Skulpturen und Münzen hauptsächlich. We reach the Museum Island on the right again at the Bode-Museum. It's about 100 years old and presents collections of sculptures, paintings and coins mainly. Ja, der Haupteingang ist genau auf der anderen Seite. Und dann kann man sehen, hier sind das Universum. Also, ich denke, die Backside auf die Panama-Museum in der Landeskirche. Ich habe diese alte Ausstellung.